Schwinde!
vergessen, dass mein Mann 5 Tage ins Gefängnis muss? Reparieren.
appellieren, reklamieren, revidieren, rezipieren, submitteren, devolveren, evolveren, protesteren, liquideren, exceperen, extrakeren, arbitreren, resoneren, exceperen, inculperen, calculeren, conspireren. Thank you.
Thank you.
Möchtest du keinen Wein? Das ist doch zu arg. Morgen früh keinen Kaffee. Ich bitte um ein russisches Frühstück. Kaviar, Roastbeef, Heringsalat, Wodka, Wein. Wein. Zum Frühstück? So ist doch nicht. Und Austern. Wie werden Sie brauchen? Trinke, Liebchen, trinke schnell, trinke noch die Augen hell. Sind die Schönen weit ein Tor, siehst du alles list und wahr. Siehst, wie heiß an die Wein kam, der große Verzehr. Siehst, wie in der Treue schaut. Gefängnisdirektor Frank, ich komme Herrn von Eisenstein zu holen. Aber mein Gemahl ist nicht... Trinke, Liebchen, trinke schnell, trinke noch die Augen hell. So scheinen Sie doch, wir sind nicht allein. Das geniert mich nicht. Trink, trink, sing, 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 trink mit mir, sing. Mein Wagen wartet unten. Ich hoffe, Sie weigern sich nicht. Nein.
sehen, ich kann auch gemütlich sein. Nun kommen Sie, mein Herr von Eisenstein. Ich bin nicht Herr von Eisenstein, bin ich der, den Sie suchen. Sie sind es nicht. Zu Bette, nein. Ruhe, Ruhe, ich will rufen. Sie müssen jetzt. Soll ich Herr Wittelgarten sein? Thank you.
Wegen um der Zärtlichkeit, wir kommen nicht zu Ende heut. Genug, es ist jetzt Zeit. Ein schönes, großes Vogelhaus, es ist ganz nahe hier. Die Vögel flattern ein und aus und finden frei Quartier. Drum lad ich sie, ganz höflich sein, worauf ein Gast zu sein. Ich bitte, fügen sie sich ein, was wird das Beste sein? Kommen sie, die selbst mir heute auszubieren. Fangen sie sich endlich dort da rein. Schaffen sie sich ohne Rutschen, wahre Tiere, Gott, es muss sein. Mein Brief hat gewirkt. Ist das eine Soubrette? Soubretten sind recht süß, obwohl sie immer so langweilig sind. Wie gefällt dir der Russe? Er amüsiert mich. Entschuldigung. Bitte. Das ist unser Held, der Marquis von Renard. Die Soubrette von eben ist sein Stubenmädchen. Wie ordinär. Und seine Frau habe ich auch eingeladen. Sie wird nicht kommen. Warten Sie es ab, Durchlaucht. Ah, da bist du ja. Prinz Alexander Orlowski, unser Gastgeber. Das wäre... Wie man mag, oft bis zum Rettag.
mein Stubenmädchen. Mein gnädiger Herr, jetzt zeigt, dass du Komödie spielen kannst. Und noch dazu im Kleid meiner Frau. Der Marquis macht ein Gesicht. Sie haben recht, ich werde. Nein! Diese Ähnlichkeit! Mit wem, mein Herr? Mit wem? Mit meinem Stubenmädchen! Ich, ein Stubenmädchen, im Verdienen. Wollen Sie mich beleidigen? Die Unbalanz! Wo ist deine Ehre?
Chagrin. In Wahrheit, Herr Gefängnisdirektor Frank. Bonsoir. Bon voyage. Courage. Persiflage. Soufflé. Bidet. Voulez-vous coucher avec moi? Ce soir? Warum soupieren wir denn nicht? Ich habe schon rechtlichen Hunger. Wir erwarten noch eine ungarische Gräfin. Ihr Mann ist sehr eifersüchtig. Ich habe ihr versprochen, dass wir ihre Maske respektieren. Gehen wir so lange in den Garten. Sie ist eigentlich eine Dame vor. Vielleicht darf ich sich heute einer liebenswürdigen Künstlerin verwehren. Die Gräfin Mogyoritsa von Pest. Ich bedauere, gnädige Frau. Ist das wirklich wahr, was Sie mir geschrieben haben? Schauen Sie nur, wie Ihr Mann seinen Arrest abbüßt. Das ist die Adela. An seinem Arm. Allerdings, das ist Adele, Ihr Kammermädchen. In solche Gesellschaften geht er. Köstlich. Was sehe ich? Auch der Gefängnisdirektor hier? Mein armes Weibchen träumt jetzt wahrscheinlich von ihrem Gabriel. Alle Wetter. Das ist wohl die ungarische Gräfin. Überlassen Sie mir, meine Herren. In 10 Minuten ist sie mein. Mir widersteht keiner. Dieser Handstand, so manierlich, diese Teile fein und zierlich, und ein bisschen das mit Küsschen, wie wird man bedecken, so wenn sie es nur erlauben wollen. Ach, wie leicht und wessen schwer,
schöne Unbekannte. Halt! Das ist gegen die Abmachung. In meiner Villa hat jede Dame das Recht, sich zu verhüllen oder zu enthüllen, soweit es ihr beliebt. Ist sie wirklich eine Ungarin? Dafür hat sie nicht genug Feuer. Thank you.
Das war ja meine Komödie. Falke hat sich zu Tode blamiert. Vor 3 Jahren war das auf einem Ball. Ich war noch unverheiratet. Entsetzlich. Sie haben eine Frau? Oh, meine Hoffnungen! Hoffen Sie ungeniert weiter! Meine Frau ist hässlich wie eine Eule. Ich maskierte mich damals als Schmetterling und der Doktor als Fledermaus. Falke als Fledermaus! Ich machte ihn betrunken und legte ihn im Wald unter einem Baum. Am Tag musste er dann nach Hause als Fledermaus marschieren. Die ganze Stadt hat ihn nur noch Dr. Fledermaus genannt. Und er hat sich nie gerecht für diesen groben Spaß? Oh, ich bin auf meinen Hut. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Champagner, König aller Weine. Hoch die sprudende Majestät und ihre Untertanen. Hoch!
Das ist ja ein fideles Häuserl hier. Ein Fidelag, das fällt mir schon gut. Ja, ich bin ja erst ein paar Tage da, bin mit dem Herrn Direktor hierher versetzt worden, aber es gefällt mir schon gut, ja. Naja, im Kopf hab ich nicht viel. Der ganze Geist ist runtergespült mit dem Uso. Deswegen sind die Schuhe so schwer. Was heißt denn hier, keiner soll schlafen? Das ist doch hier kein Opernhaus. Das ist ein ordentliches Gefängnis. Hier wird nicht gesungen, hier wird gebrummt. Apropos schlafen. Neulich, da bin ich an der verschlafenen Baustelle vorbeigekommen, am Haus der Frau von Stein. Ja, da war ja ein virulenter Betrieb, sage ich Ihnen. Einen Bauarbeiter habe ich gesehen mit einer Schubkarre. Ja, der Herr Profil, der hat bestimmt gesagt, das Dali-Museum soll fertig werden. Ja, Dali, Dali, rapido. Ja, jetzt habe ich noch überlegt und gehört, es sind noch Räume frei. Na ja, was könnte man nein machen? Zum Beispiel ein Mausoleum, das ist kein griechisches Wort. Wie am Roten Platz, wo der Lenin ist. Na ja, wer könnte da nein? Zum Beispiel der Herr Präsident A.D. Seemann, wenn es einmal so weit ist, können Sie nein balsamieren. Gell? Da hätten wir ja noch ein Highlight in der Klassikerstadt, ein neues Dostoprimitschadjelosti, gell? Unser fünfter Klassiker, ja? Der Goethe, der Schiller, der Herder, der Wieland und der Seemann. Als die Kleinklein an der Mutterbrust vor heißer bei Regen und Wind, da war der Sekt schon meine Lust. Na, den Sekt mag ich nicht. Ich lieb mein Uso. Wissen Sie, der Uso ist ein Gesellschaftsgetränk. Wann der Herr Blomes in seinem Stammlokal Apollon eine Sirtaki tanzt, dann prosten Sie ihm alle zu. Ja, auch ein fideles Bürscher, der kennt auch mit rein ins Mausoleum. Ja. Diese Woche ist was los gewesen in Weimar. Ja. Woche der Demokratie. Ja, alle sind sie hierher gekommen, die Politiker von nah und fern. Ja. Daher Präsident Steinheger, Steinmeier, die Frau Annegret Kramp-Bamboli, Kramp-Karrenbauer, alles feine Kräuterschnöpsel. Ja, jetzt könnten sie noch in der Fabrik Nora, in der Fleischfabrik, bevor die geschlossen wird, könnten sie noch demokratische Bratwürstel machen, unter die Bürger verteilen. Naja, und die könnten sich dann zu den Politikern ihren Senf abholen. Einmal der Präsidentensenf, der Ramelow gibt seinen roten Paprikasenf dazu, ja, und der Moring den Mohrensenf. Ja, Prosit! Ich frage mich allweil, ob die Queen so amused ist, was die da treiben in ihrem Parlament. Ja, die Engländer. Erst wollten sie rein in den EU-Club ohne alle Pflichten. Jetzt wollen sie raus mit allen Rechten. Ja, und überhaupt, die Engländer haben schon viel durcheinander gebracht. Was heißt denn hier alter englischer Adel, die Windsors? Das ist alter Thüringer Adelsexport, Sachsen, Coburg, Gotha. Lang lebe die Queen! Thank you.
Champagner. Alles hüpft mir vor den Augen. Zelle Nummer 312 hat einen Advokaten gewünscht. Herrn von Eisenstein. Ein gewisser Doktor Blind wurde bestellt. Zwei Damen, vielleicht auch nur eine. Ich sehe alles doppelt. Zwei junge Damen in aller Früh, ein fideles Gefängnis. Nur herein! Der Herr Chevalier Chagrin, ah, wie gut, dass Sie noch wach sind. Dr. Falk hat uns den Weg beschrieben. Meine Schwester, ah, Sie haben meine Schwester doch sehr gern. Ich muss Ihnen etwas gestehen. Ich habe gelogen. Meine Schwester ist gar keine Soubrette. Sie möchte erst studieren. Und da dachte ich, der Chevalier Chagrin, ein so vornehmer Herr, könnte ihr dabei sehr behilflich sein. Ich? Wieso? Sie ist ja noch nicht einmal Elevin. Sondern bis jetzt nur Stubenmädchen des Herrn von Eisenstein. Ein Stubenmädchen? Und Sie haben sich von mir die Hand küssen lassen? Den Mund ja auch. Es bleibt unter uns, wenn Sie mir das Studium bezahlen. Der Herr Chevalier könnte uns sehr behilflich sein. Mich hat auch ein Sohn von einem Herr ausbieten lassen. Kommt ein sauberer Jungmann, so blinzel ich nachher in Ohr.
um Renard. Was nun? Darf ich bitte? Hier, entlaufen. Zelle 13 ist noch frei. Da hilft nur Ehrlichkeit. Herein! Oh, ist mir nicht, teurer Chevalier. Bist du wegen nächtlicher Ölstörung hier? Ich bin nicht Chevalier Chargrat. Ich heiße Frank und bin Direktor dieses Gefängnisses. Ein guter Spaß. Bitterer Ernst. Sind Sie mir böse, Herr Marquis? Böse? Du darfst mich erst ansprechen. Was wollen Sie damit sagen, Marquis? Hör auf mit dem Marquis. Ich bin ebenso, wenn ich Marquis Renard, wie du Chevalier Chagrin bist. Was sagen Sie? Mein Name ist Eisenstein. Ich trete hiermit meine achttägige Haft an. Der Witz ist auch nicht schlecht. Aber leider geht die Geschichte nicht. Was heißt das? Ich habe Eisenstein bereits arretiert. Gestern Abend in seiner Wohnung. Er saß gemütlich im Schlafrock mit seiner Frau beim Souper. Im Schlafrock mit seiner Frau? Mit meiner Frau! Unmöglich! Und wo ist dieser Eisenstein jetzt? Er sitzt auf Nummer 12. Auf Nummer 12? Ich muss ihn sehen. Niemand darf zu den Gefangenen. Sie haben mich rufen lassen? Ich? Der Amtsdiener teilt mir mit, Herr von Eisenstein wolle mich sprechen. Herr von Eisenstein ist ein Dummkopf. Wohl möglich, aber ich... Wie bitte? Nicht ich, sondern der andere ist ein Dummkopf. Halt! Eine Idee. Ihren Rock brauche ich. Hm? Viele Brüllen, Perücke, Jagd, vorwärts, los! Bitte, Herr Frank, nur einen Moment mit Ihnen allein. Wie romantisch, eine Tröstung im Kerker. Sie müssen fort. Mein Mann darf dich nicht finden. Ich habe einen Notar bestellt. Vielleicht weiß der Rat. Hier ist er schon. Um Rat zu fragen. Pack ich ihn beim Kragen. Was wird es nicht sagen? So wird er nichts sagen. Darf ich wohl es wagen? Nur Kinder ihn schlagen. Ihm alles zu sagen. Doch darf ich nicht wagen. Das sieht man schon. Der Frechen sagt schon. Das sieht man schon. Thank you.
mir passiert. Man hat mich aus Versehen ihr Inneres geführt, weil ich mit dieser Dame ein wenig resumiert. Ein Mann, das er so kann, sich ändert den Fall. Was kommt denn Ihnen in den Sinn? Sie sollen mich ja verteidigen. Verzeihen Sie, wenn ich heftig bin, mein Gegenstand. Ich wollte Sie beleidigen. Nein, ich soll Sie wieder verteidigen. Es war viel besser, ja, wie mitten, ja, wie mitten in der Nacht.
Du warst meine Ungarin? Ich Idiot. Wie ich sehe, hat es eine Erkennungsszene gegeben. Dr. Falke, was haben Sie angestellt? Musica, Maestro. Wer meines Gatten treu und wird es ihm umbringen, den Mensch, der